Sie sind das Herzstück des Bioreaktors der Firma Gensorik aus Rostock. Beheizbare Elektroden. Auf ihrer Oberfläche werden speziell präparierte Enzyme aufgetragen. Mit Wasserluft und Ökostrom soll daraus Treibstoff für die Zukunft entstehen. Wir nehmen CO2 aus der Luft, wo es momentan ein Klimakiller, also als Klimakiller betrachtet wird, und wandeln dieses in unserem System um in Methanol. Das machen wir, indem wir das CO2 in einem Wasserkreislauf lösen, in dem sich auch Enzyme befinden. Und diese Enzyme führen diese Reaktion dann durch, quasi als Biokatalysatoren. So entsteht Methanol. Die leicht entzündliche Flüssigkeit ist eine mögliche Alternative zu Erdöl und Benzin und besser speicherbar. Denn das Problem bei erneuerbaren Energien ist derzeit die Überschussproduktion. Sind die Speicher von Wind- und Solaranlagen voll, bleibt die darüber hinaus produzierte Energie bislang meist ungenutzt. Die Speicherung in Batterien ist möglich, gilt aber nicht gerade als umweltfreundlich. Die Weltneuheit besteht darin, dass wir mit unserem System einen Langzeitspeicher adressieren. Wir wollen mit dem Methanol dezentral und lokal die Energie einspeichern, um sie dann mehrere Monate später beispielsweise wieder zu verwenden. Einen Prototyp hat das Unternehmen bereits gebaut. Die Anlage ist für Eigenheime, Bauernhöfe oder kleinere Gewerbeimmobilien konzipiert. Dort soll das produzierte Methanol, derzeit 6 Liter am Tag, in Tanks gelagert und bei Bedarf in Wärme oder Strom umgewandelt werden. Und auch Autos könnten einmal mit Methanol-Brennstoffzellen fahren, so der Traum von der autarken Energieversorgung des Rostocker Unternehmens. An diesem Traum arbeiten Mitarbeiter aus 7 Nationen. Die EU unterstützt das Projekt mit 1,7 Millionen Euro und die Elite-Universität MIT in Boston zeichnet ihre Idee mit dem Klimapreis aus. Dass wir natürlich als winziges Unternehmen, wir sagen manchmal aus einem Innovationskeller hier in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock, da vom MIT so gewürdigt wird, finden wir schon grandios. So viel Aufmerksamkeit macht Mut zum Weiterforschen. Das Interesse ist auch bei Privatkunden groß. Serienreif soll die Methanolanlage in etwa 2 Jahren sein.